Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Movie Park Germany bei Hollywood Christmas. Mega! Was es hier gibt, was hier passiert, das seht ihr jetzt in diesem Video. Wir sind natürlich jetzt hier bei dem allerersten Winter-Event vom Movie Park Germany, Movie Parks Hollywood Christmas. Natürlich getreu unserer eigenen DNA, Amerika, Movies, Hollywood, hat natürlich unser erstes Winter-Event auch die amerikanische DNA. Und hier sind wir jetzt gerade im Saloon, der sich im Themenbereich Wild West Christmas befindet, weil alle unsere Themenbereiche haben natürlich jetzt auch eine Umbenennung erfahren. Und hier kann man zum Beispiel Santa Claus treffen, so wie man das kennt, klassisch aus den Malls in den Vereinigten Staaten. Und ich habe jetzt einfach mal hier den Thron okkupiert. Ne? Also von daher, ich wurde dazu gezwungen. Den Schuh ziehe ich mir an, das ist kein Problem. Warum habt ihr jetzt ein Winter-Event und wie kam es zu diesem Winter-Event, dass ihr das jetzt hier im Park macht? Ja, tatsächlich kam es irgendwie sehr spontan zu diesem Winter-Event. Und wir haben ja schon lange, also ich bin jetzt 20 Jahre im Unternehmen und wir haben tatsächlich schon, als ich damals hier angefangen habe, haben die ganzen Kollegen schon gesagt, boah, es wäre so schön, was mit Weihnachten zu machen im Park, amerikanische Weihnachten. Jetzt wissen wir natürlich, dass die Infrastruktur des Parks nicht unbedingt die beste ist und irgendwie die gedacht haben, auch Australien funktioniert auch in Bottrop, haha. Also diese Schwierigkeiten tragen wir nach wie vor noch mit uns umher. Aber nichtsdestotrotz soll uns das ja nicht daran hindern, auch ein schönes Weihnachtsevent auf die Beine zu stellen. Insofern, die Idee gab es schon immer mal wieder, noch nicht wirklich konkret ausgearbeitet. Und als der Thorsten, unser Geschäftsführer, dann im März auf einem Seminar in Spanien im Headquarter war, ist er quasi dem Kollegen über den Weg gelaufen, der für unsere Projektfinanzierung verantwortlich ist, auch für Halloween, für große neue Attraktionen. Und der hat gesagt, hey, wir suchen Piloten für Weihnachten in der Gruppe, damit wir das etablieren und habt ihr nicht Bock drauf? Und dann hat Thorsten gesagt, ja, wir gucken mal, vielleicht. Ich spreche mal mit Manuel. Und dann habe ich gesagt, Thorsten habe ich gesagt, wir müssen das sofort machen. Wir müssen Weihnachten machen. Der einzige Park, der das in der Gruppe machen kann, sind wir, weil wir diese DNA haben. Wir können wirklich das auch ganz komplett nochmal uns abgrenzen vom Wettbewerb. Und dann war das innerhalb von 2 Stunden tatsächlich im Headquarter klar, check, Haken dran, Movie Park Germany macht eine Winteröffnung. Und dann ging's los, da war es schon Mitte, Ende März, nicht mehr viel Zeit, alles runtergescribbelt an Ideen, was wir uns wünschen, was To-Dos sind, was Must-Haves sind. Und dann muss man natürlich an alles erstmal ein Preisschild hängen. Das ist immer die schmerzhafteste Sache an der ganzen Geschichte, aber alle Wünsche und alles, was wir haben umsetzen wollen, sind tatsächlich vom Konzern ausnahmslos genehmigt worden. Also da ein ganz großes Lob und noch Dankeschön an Parques Reunidos, die immer unsere auch verrückten Ideen unterstützen und die sich komplett hier committed haben und gesagt haben, ihr macht ein super Halloween, wir vertrauen euch, dass ihr auch ein super Weihnachtsevent machen könnt. Und somit war dann der Business Case abgesegnet und dann konnten wir loslegen. Und das war dann schon Mitte April. Also schon ist gut, ne? Aber ja. War das das erste Mal, ohne Kill Your Darlings ein Projekt umzusetzen? Ja, tatsächlich. Also es war mega, mega entspannt. Und es gibt nichts, was wir nicht haben umsetzen dürfen. Also wirklich ich habe die Drohnen schon mal mit reingenommen, weil ich dachte, das einfach mal mit reinnehmen und das noch und der Weihnachtsbaum und nicht 10, 12, kein echter, nein, dann ein künstlicher Baum, 15 Meter hoch und dann haben wir den noch aufs Podest gesetzt und es ist wirklich alles genehmigt worden. Also tatsächlich unfassbar und großartig natürlich für die Kreativabteilung, weil da konnten wir uns extrem austoben und ich bin mega glücklich, weil das macht natürlich am meisten Spaß, was nicht heißt, dass bei der Planung eines solchen Events, dass man natürlich nicht auch wirklich nochmal kleine Overspends generiert, weil dann fehlt da noch was, da noch eine Lichterkette. Wir müssen noch alle Gebäude auf dem Hollywood Boulevard verkabeln, weil da sind ja überhaupt keine Kabel, keine Steckdosen. Die müssen abgenommen werden, da muss eine Elektrofirma kommen, die müssen installiert werden. Also da hängt dann nochmal ein riesen Rattenschwanz dran, den wir so auch erstmal etwas unterschätzt haben. Und das kommt dann on top, aber das wird bei solchen Projekten auch einfach mit einkalkuliert. Aber kein Kill Your Darling, tschakka.
großes Überthema. Also Moviepark Germany, da ist ja das Thema die Moviepark Studios. Ja. Was ist das Thema, das große allgemeine Thema des Hollywood Christmas? Was habt ihr euch dabei gedacht? Weil Christmas ist schon mal mit drin, es geht auf jeden Fall um Weihnachten. Ja. Aber wie denkt der Moviepark Germany oder den Moviepark Studios, wie denken die Christmas? Gut. Wir denken Christmas in allem, was wir tun, in jeglicher DNA und die gesamte Klaviatur unseres Portfolios, das wir für unsere Gäste jetzt anbieten, muss amerikanisch sein, muss amerikanischer Weihnachtsvorstellung bei den Gästen entsprechen. So, das ist unsere Herangehensweise bei allem, was wir hier tun gewesen, bei jedem Projekt, bei jeder Show. Überall mussten amerikanische Elemente mit drin sein. Kein Heiligabend, kein Nikolaus, keine klassischen deutschen Weihnachtslieder, kein O-Tannenbaum. Alles das mussten wir aus unserem Kopf eliminieren, weil wir uns ganz, ganz, ganz klar vom Wettbewerb separieren wollten, vom klassischen Weihnachtsmarkt, vom klassischen Weihnachten. Also alles, was wir getan haben in jeglicher Überlegung, musste den amerikanischen Standards und der amerikanischen Idee von Weihnachten entsprechen. Von den Farben bis hin zur Musik, bis zu der Show-Formatierung. Wir haben die Rockettes, die ja in New York in der Radio City Music Hall auftreten. Also all diese Sachen waren von Anfang an Standard, um darauf die Ideen weiter aufzubauen. Also es gibt ja auch Brooklyn Heights in New York mit diesen ganzen bunten Straßen. Und wir haben gesagt, genau so muss der Hollywood Boulevard aussehen. Und es ist ganz lustig, weil auch unser Dienstleister Visual Creation, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der normalerweise klassisch Malls und Outlet Center macht, der hat gesagt, um Gottes Willen, das könnt ihr nicht machen, grün, pink, türkis und gelb. Und dann habe ich gesagt, doch, das muss genauso, nein. Also es bedurfte einiger Diskussionen, auch mit den Dienstleistern, die gesagt haben, nein, sowas habe ich noch nie gemacht. War für uns natürlich ein gutes Zeichen, auch einfach zu sehen, okay, das gibt es so in der Form jetzt nicht. Und gerade das klassische amerikanische Weihnachtsfest, wie es in Filmen zelebriert wird. Und wir sind ja Moviepark, Moviepark Studios. Auch das Thema Film hat natürlich auch nochmal eine übergeordnete Rolle für uns. Und deshalb haben wir uns da wirklich ganz, ganz klar dran orientiert, um wirklich das, was man jetzt aus Kevin alleine in New York kennt, die Eislaufbahn, das Bunte, den Tannenbäume. Auch wenn man bei uns jetzt in den Schlittschuhverleih geht, da hängen ganz, ganz viele Bilder von New York im Winter. Und wir haben auch die großen Weihnachtskugeln, die roten, die ihr gesehen habt, die stehen auch so am Rockefeller Plaza. Also wir haben wirklich auch wieder versucht, größtmöglich authentisch zu sein in der Ausgestaltung dieser Themenbereiche und da auch wirklich diesen Amerika-Stempel drauf zu drücken. Themenbereich ist das perfekte Stichwort. Vier Themenbereiche mit vier neuen Namen. Ja. Können wir die vier einzeln ganz kurz umreißen und was die Besonderheiten sind, die ihr extra für Christmas geschaffen habt? Okay, ich versuche das mal nach ein paar Glühwein, die ich ja jetzt schon hatte, aber das kriegen wir noch zusammen. Fangen wir an, natürlich die Main Street verwandelt sich in Christmas Boulevard USA. Richtig bunt, kitschig, total übertrieben, ganz, ganz viel Beleuchtung, ganz, ganz imposant und echt beeindruckend. Da finden wir dann zum Beispiel im Roxy auch den Polar Express. Und da gibt es dann auch schon die ersten Foodstände und da gibt es dann auch unseren Christmas Shop, da gibt es dann auch Nickelodeon Merchandise, was thematisch angehaucht ist. Wir haben im Department Store haben wir auch nicht nur Nickelodeon Merch, sondern haben wir auch normales Moviepark Merch. Da gibt es den Set als unseren Headliner, den neuen Charakter, gibt es auch aus Plüsch da zu kaufen. Und Weihnachtskugeln gibt es auch mit unserem Moviepark, mit so einem Hollywood Christmas Logo, ja. Und ja, das ist so das Entree für unsere Gäste und das ist auch so ein bisschen der, nicht der Headliner, aber auch ein Teil, zum Beispiel bei der Christmas Tree Celebration wird auch nachher die gesamte Main Street dann mit illuminiert. Also das ist so der Haupteingangsbereich mit dem großen Weihnachtsbaum und der Hollywood Boulevard oder Christmas Boulevard USA. Das ist eine Einheit. Dann geht man links auf den Rockefeller Plaza. Da wollten wir es auf jeden Fall auch New York-mäßig thematisieren. Also da haben wir auch eine andere Lichtstimmung. Da ist also wirklich auch eine andere Stilistik. Da ist alles in Kaltweiß gehalten. Da ist unsere Eislauffläche. Da gibt es diese großen Kugeln, die es auch in New York gibt. Und das hat auf jeden Fall diesen New York-Charakter. Da läuft natürlich auch andere Musik. Da läuft dann der Swing und Swing Christmas, also aber auch alles amerikanisiert. Dann gehen wir weiter in den Western-Bereich, der dann, also Old West wird dann zu White West Christmas. Und da läuft auch Country Christmas Music. Da gibt es Meet Center hier im Saloon. Da gibt es aber dann auch die Fala, Christian Fala Magic Show. Und die findet auch bis zu dreimal am Tag da statt. Und dann haben wir noch das Ho-Ho Holiday Land, also das Nickelodeon Kinderland.
Da laufen dann den ganzen Tag Kinderweihnachtslieder, aber amerikanische Kinderweihnachtslieder natürlich. Da gibt es die Studiotour, die natürlich jetzt nicht klassisch an Snickland angegliedert ist, aber die natürlich geografisch da verortet ist. Und da gibt es ein Christmas Overlay mit Seth und mit Santa Claus. Und Seth versucht natürlich, weil Santa Claus hat die Produktion der Spielzeugfabrikation jetzt in die Moviepark-Studios verlagert. Und Seth versucht, das alles zu torpedieren. Und mega, mega lustig, auch zusammen mit Stefan Nülle und Imascore und Immermotion aufgenommen. Also echt cooler Spaß für Groß und Klein. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, weil es ist tatsächlich schon wieder eine ganze, ganze Menge. Vielleicht ganz kurz, weil bei Halloween haben wir es verkackt, über Kinder-Halloween zu sprechen, aber für Kinder habt ihr auch noch mal ein spezielles Angebot zu Christmas geschaffen. Ja. Jetzt lass es diesmal wieder reinbringen. So wichtig, wir haben keinen Ärger bekommen, aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja, ich auch immer, weil die Kollegen machen das immer sehr, sehr großartig. Aber klar, Kinder stehen natürlich auch hier im Vordergrund. Also alles, das wir jetzt tun entgegen dem Halloween, ist es natürlich Primärzielgruppe Familie mit Kindern, die wir hier bedienen und die wir ansprechen wollen. Kleine Kinder, große Kinder, aber auf jeden Fall Familienpublikum. Und deshalb gibt es im ehemaligen California Coffee, weil es ist nämlich nicht mehr das California Coffee, es ist jetzt das Maryland's. Und im Maryland's gibt es die Kids Cookie Factory. Und da gibt es tatsächlich so 10x10 cm große Kekse mit Moviepark-ikonischen Elementen. Da gibt es das Logo, da gibt es eine Filmklappe, da gibt es das Moviepark-Studio-Tour-Logo. Und die werden wirklich mit einer richtigen Presse, werden die dann gepresst, werden da frisch gebacken. Und dann kriegen die Kinder so ein kleines Brettchen und dann können die halt mit dem Brettchen können die dann ihren eigenen Keks dekorieren. Und das kann dann da alles stattfinden. Vorne ist ein Café, da gibt es auch Siebträgermaschinen, da gibt es ein cooles Angebot, da gibt es dann Bagels, da gibt es Brownies, also da gibt es eine ganz, ganz Menge coolen Stuff. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte und gerade für Kinder natürlich, Weihnachtsbäckerei gehört auch dazu, aber das haben wir natürlich auch ein bisschen amerikanisiert, ein bisschen mehr spezifiziert auf Moviepark und sehr, sehr coole Sache. Das machen wir zusammen mit Carp Event, mit unserem Dienstleister, mit dem wir auch unsere ganzen B2B-Events hier abwickeln und das ist echt cool. Also kann ich nur empfehlen, jeder, der Bock hat, Kekse zu verzieren und zu backen da, der soll auf jeden Fall dahin gehen. Bevor wir zum Grand Finale kommen, eine vielleicht nicht so tolle Sache, über die wir sprechen müssen. Welche Fahrattraktionen sind nicht, also grundsätzlich nicht mit inkludiert im Winter? Ja, also ist ja nicht toll, da müssen wir ja, also es ist ja die gegebene Sache. Nö, auch alles gut, das ist ja... Ich meine, manche Sachen möchte man im Winter auch nicht fahren. Also möchte man auch nicht, das stimmt. Möchte ich auch bei 30 Grad nicht also fahren. Die Wasserfahrgeschäfte sind natürlich tatsächlich alle bei uns jetzt auch hier rausgenommen aus dem Portfolio, weil wir gesagt haben, bei den Temperaturen fällt jetzt auch keiner eine Wildwasserbahn. Insofern fallen die jetzt schon mal raus. Und Bandit ist raus und auch MP Express. Da hinten ist auch der Bereich dann abgeschlossen. Und immer bedingt natürlich, also man muss vielleicht mal ganz klar sagen, es gibt natürlich Parks, große Parks, die schon über viele Jahre diese Winteröffnungen auch im Portfolio haben, die natürlich dann auch bei neuen Projekten, großen Projekten auch schon diese Winteröffnungen in die gesamte Infrastruktur mit einfließen lassen können. Ne? Die bauen dann schon die Heizung mit ein und alles Mögliche und können natürlich auch da ihre Wasserfahrgeschäfte entsprechend einstellen auf Nässegrad. So weit sind wir natürlich noch nicht. Wir sind jetzt im Jahr 1. Das heißt, wir sind jetzt erstmal darauf angewiesen, dass die Infrastruktur an Rides, die wir hier haben, dass die natürlich weitestgehend funktionieren. Und ein Großteil der Rides tut das natürlich, aber auch da weiß man immer nicht. Es kann durchaus sein, wenn wir dann unter die 5 Grad kommen, Minusgrade haben, dass dann auch nicht alle Rides dann funktionieren. Aber bis auf wirklich den großen, also wir versuchen halt wirklich den Großteil der Attraktionen auch in Betrieb zu haben für die Gäste. Aber ich glaube, ganz klar muss man nochmal formulieren, dass wir auf jeden Fall den Schwerpunkt unseres Events, vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Parks, der liegt wirklich auf Entertainment, auf Atmosphäre, auf diesem Gesamt Erlebnis und nicht jetzt auf dem Ride wie Star Trek. Studio Tour, Van Helsing's Factory, das sind alles Indoor-Fahrgeschäfte, das ist super easy, gar kein Problem. Deshalb hat auch die Studio Tour ein Christmas Overlay bekommen. Aber es kann durchaus auch mal sein, dass natürlich Star Trek vielleicht nicht fährt, dessen sind wir uns bewusst. Aber deshalb ist auch für uns so extrem wichtig, dass wir diese extrem vielen Entertainment-Momente haben, um den Gästen auch wirklich dann den ganzen Tag über auch Alternativen zu bieten, wenn mal eine Attraktion nicht fährt. Aber natürlich werden wir versuchen, soweit es die Technik es zulässt und auch die Temperaturen, dass alles in Betrieb ist. Definitiv.
Wenn wir schon bei den Erklärungen sind, nur ganz kurz. Warum steht der Weihnachtsbaum auf so einem riesigen Podest? Das hast du eben erklärt, aber ja. Ich habe es nicht on tape. Aber das ist, glaube ich, ganz interessant mal zu wissen, ja. Weil das erstmal befremdlich aussieht. Ja. Wir haben natürlich zuallererst erstmal, weil das war der oberste, auf unserer obersten Wishlist, war auf jeden Fall erstmal ein riesengroßer Tannenbaum. Das war wichtig für uns. Und deshalb haben wir natürlich erstmal den Tannenbaum schnellstmöglich angeschafft, damit wir den schon mal safe haben. Weil die Zeit rennt ja seit April und so Tannenbäume, die werden extra, das ist custom made, der wird speziell produziert, der hat extrem lange Vorlaufzeiten. Und deshalb waren wir froh, dass er überhaupt noch für uns in der kurzen Zeit produziert werden konnte. Und dann war der Baum da. Und erst wenn der Baum dann mal fertig ist, dann hat man vom Baum eine Statik, Gewichtberechnung, welche Windlasten hat so ein Baum. Okay, also der Baum, das war von Anfang an klar, sollte natürlich an einem zentralen Punkt im Park stehen, also vorne am Brunnen. Haben wir in unserer naiven Art und Weise gedacht, oh, ist ja easy, bauen wir ein Gerüst drüber über den Brunnen und dann stellen wir den Baum da drauf. Ja, dann starten aber schon die ersten Herausforderungen, weil dann kommt erstmal die Statik des Brunnens. Der Brunnen ist natürlich zu Zeiten von Warner Brothers gebaut worden, 1996. Gab es noch keine digitalen Pläne. Das heißt, wir mussten erstmal in Archiven kramen, die alten Pläne des Brunnens zu finden, weil wie dick ist die Betonplatte, mit wie viel kann man das belasten, mit wie viel Gewicht. Und jetzt muss man auch wissen, der Baum alleine wiegt 4 Tonnen mit Windlast oben. Im Baum sind wir bei 7 Tonnen, die wir abfangen müssen, plus noch Ballastierung im Gerüst selber. Also da kommen einige Tonnen zusammen und die hätte der Brunnen, so wie er jetzt in seiner Form da vorne steht, niemals getragen. Und wir können halt nur den äußeren Ring des Brunnens belasten. Und deshalb ist es halt so, dass wir das Gerüst dann so groß bauen mussten, dass es wirklich den Baum da oben so trägt. Und es hätte zu dem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit gegeben. Es wäre noch vielleicht eine Möglichkeit gewesen, die Filmrolle abzuschrauben. Aber in unserem sehr extrem kurzen Zeitplan war das auch einfach nicht mehr möglich. Und deshalb ist das Gerüst einfach so immens. Aber man muss sich halt vorstellen, im Gerüst selbst sind nochmal 4 Tonnen Ballastierung plus 4 Tonnen Baum plus 3 Tonnen Windlast. Also da kommt einiges zusammen, was wir da abfangen müssen. Und das kann man einfach jetzt nicht mit einem kleinen Gerüst. Und auch über der Filmrolle gehen natürlich dann auch nochmal Stahlträger quer drüber. Das heißt, wir haben 5 Meter bis zur Filmrolle, dann nochmal 1 Meter Stahlträger. Und dann kommen erst die Platten, auf denen der Baum steht. Und so hat sich das Ganze ergeben und kann man sicherlich in den nächsten Jahren auch nochmal optimieren. Aber so ist im Laufe dieses sehr kurzen Prozesses unserer Planungsphasen, kommen natürlich dann solche Sachen zustande. Aber ich denke, wir haben es jetzt gesehen und es ist ja auch vorgesehen, dass die Gäste auf der Terrasse des Eventcenters stehen, um den Baum sich anzuschauen. Und dann hat man auch eine gute Sichtachse. Also insofern ist es ja wie vom Hochhaus. Ne? Wenn ich vom Hochhaus stehe, kann ich oben auch nicht die Spitze sehen. Also insofern mit gebührendem Abstand sieht das alles ganz gut aus. Was passiert am Baum, wenn es hier so richtig losgeht? Ja, also am Baum passiert, glaube ich, auch eine ganze Menge. Wir haben eine 8-minütige Christmas Tree Celebration. Wir wollen den Baum natürlich auch gebührend in Szene setzen, auch mit unseren Künstlern, mit Musik von Imascore, die richtig cool ist und eigens für uns komponiert wurde. Wir haben auch einen super Voice-Over. Wir haben einen Native Speaker, weil wir wollten auch, dass halt jemand, der den Santa Claus spricht, dass die Kinder nachher nicht denken, hey, warum sprechen denn 2 verschiedene Menschen? Weil wir wollen ja auch multilingual, auch wir haben ja sehr, sehr viele Gäste aus den Niederlanden, damit die das auch verstehen. Und deshalb haben wir einen Native Speaker gefunden, der sich sehr nach Santa Claus anhört. Und der spricht dann beide Sprachen. Und dann gibt es ein Voice-Over, es wird eine kurze Geschichte erzählt. Holly und Jolly, die beiden Elfen, versuchen den Weihnachtsbaum zu illuminieren. Es klappt nicht so ganz. Dann holen sie sich Hilfe von den Rentieren und den Nussknackern. Und am Ende muss natürlich Santa Claus das alles retten. Und dann gibt es halt eine riesengroße Inszenierung, dass der Baum illuminiert wird. Ne, dann gibt es noch ein bisschen Pyrotechnik und das ist dann so eigentlich der Punkt, an dem wir dann auch im gesamten Park die Beleuchtung einschalten. Und das ist so dieser Key-Moment für uns, wo dann alle Lichter angehen und wo die Gäste dann auch nochmal diesen Aha-Moment haben sollen. Wir wollen ja auch eine gewisse Dramaturgie und Spannungsmoment aufbauen und dafür ist dieser Baum natürlich ein ideales Instrument für uns. Zum Schluss Abschlussshow, als letztes noch. Stimmt, wir haben ja auch noch eine Abschlussshow, genau. Da ist was. Ja, da gibt es eine Drohnenshow zusammen mit dem Team von Flying Stars aus Gelsenkirchen. Die sind richtig, richtig gut. Die sind hier direkt um die Ecke und die machen ganz, ganz tolle Sachen. Und wir hätten natürlich auch gern sicherlich ein Feuerwerk gehabt. Aber auch da, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, wir sind natürlich sehr, sehr dicht hier an einem Neubaugebiet, was jetzt immer näher auch an den Park ranrückt. Wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass wir eine gute Beziehung mit unseren Nachbarn und Anwohnern haben. Und letztendlich wird auch unser Unternehmen und muss auch immer nachhaltiger werden. Insofern stand relativ schnell klar, dass wir uns vom Feuerwerk verabschieden
und dass wir uns für eine Drohnenshow entscheiden. Wir haben auch nochmal geguckt, gibt es mal so punktuell, aber so in der Fläche gibt es das jetzt auch noch nicht, zumindest hier in unserem engeren Einzugsgebiet. Und wir fanden, dass das eine sehr, sehr schöne Geschichte ist, um den Abend ausklingen zu lassen. Und da haben wir dann in 4-5 Wochen wurde dann eine Show für uns programmiert, die auch auf eine eigene Musik, die wir mit Imascore und Imamotion zusammen entwickelt haben, die komponiert wurde für uns, die dann darauf abgestimmt wurde, sodass wir eine musiksynchrone Drohnenshow haben, wo auch Moviepark-Elemente mit drin sind, diese amerikanischen Elemente. Also von daher, ich meine, ihr habt es ja jetzt gerade auch gesehen und gibt schon sehr patriotische Momente, wenn die große amerikanische Flagge über den Moviepark weht. Aber genau das ist es, was wir wollen. So ein bisschen übertreiben und auch ein bisschen nochmal so dieses Amerikanisierte, was man so kennt, auch wirklich jetzt hier in den Park transportieren und den Gästen weitergeben. Danke. Ja, ich hoffe, wir werden sicherlich wieder irgendwas vergessen haben und irgendjemand wird mir den Kopf abreißen, aber ja, es gibt auf jeden Fall noch ganz viele. Ne, die Anni macht ja auch noch ganz tolle Shows auf dem New York Plaza auf der Bühne. Ne? Da haben wir dann wirklich die ganz, ganz fantastische, tolle Kostüme, ganz tolle Shows, ganz tolle Lieder, die tolle Sänger, tolle Tänzer dabei. Also Anni hat sich eine große rote Showtreppe gewünscht, also so wirklich à la Broadway und die machen das mega, mega mäßig gut. Es gibt noch eine Mapping-Show, die findet so random auch immer mal auf dem Time Rider statt. Die hat mein Bruder gemacht, der Patrick, und auch sehr, sehr, sehr geil. Also kann ich auch nur empfehlen. Auch ein richtiges Highlight, aber das lassen wir auch so nebenbei einfach noch laufen, sodass so ein bisschen Side-Entertainment stattfindet. Die große Lichterparade. Wir haben ja auch noch eine Weihnachtsparade und die findet auch jeden Tag um 18.30 Uhr nach der Christmas Tree Celebration statt. Mit Marilyn, mit Set und mit ganz vielen bunten beleuchteten Fahrzeugen und ja, das war's dann hoffentlich. Ansonsten kommt einfach vorbei, guckt es euch an. Es ist wirklich mega, mega cool. Das ganze Team hat extrem viel Herzblut reingesteckt. Und ja, ich kann nur sagen, ne, du wirst ja auch noch deinen Senf sicherlich dazugeben. Hört auf den Bro, der ist real. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch hier, den einen oder anderen hier im Park begrüßen darf. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. So, ihr habt, glaube ich, jetzt ein paar Eindrücke bekommen. Das alles so zusammenzufassen, fällt mir auch sehr, sehr schwer, weil hier ist so viel passiert. Es ist so schön geworden. Wir waren vor einer Woche, 2 Wochen lang in den USA, wo schon alles auf Christmas gestaltet ist. Also wir wissen, wie es aussehen soll und es sieht genauso aus. Es gab so viele Momente heute mit verdammt viel Gänsehaut und Pipi in den Augen. Das Entertainment ist richtig krass. Die Zaubershow, guckt euch das an. Das ist halt nicht nur eine Zaubershow, es ist Magie, Akrobatik und Tanz und saustarke Kostüme. Sehr cool Illusionen, auch Sachen, die mich komplett geflasht haben. Das Ende, das verrate ich euch nicht, das müsst ihr sehen. Also ich hätte gern mein Gesicht dabei gesehen. Meet Santa soll sehr geil sein, das haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber die Atmosphäre, die Stimmung, also wir wurden komplett abgeholt. Das ist richtig, richtig cool. Und wenn euch das erstmal so ein bisschen schwer fallen könnte, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ihr habt eine Eislaufbahn, ihr habt Glühwein, das, was ihr so kennt. Es gibt aber auch andere neue Sachen, was die Kulinarik betrifft, ein paar Leckereien. Und das Lichtermeer hier ist der absolute Wahnsinn und hat mich komplett abgeholt. Ich war mit der Drohnenshow vorher so ein bisschen, was ich gesehen habe an Fotos, dachte ich mir so, sehr cool, war heute ein bisschen undankbar, weil es sehr, sehr neblig war. Trotzdem konnte man das noch gut sehen. Also um das sich vorzustellen, wie neblig es war, der Spike von Star Trek war nicht mehr zu sehen. Und trotzdem war die Drohnenshow für uns ganz cool zu sehen. Und auch nochmal zu den Fahrgeschäften, die vielleicht nicht laufen. Star Trek zum Beispiel ist eine Achterbahn, die wird von vielen für ihre Hangtime geliebt. Hangtime und kalte Temperaturen passt nicht so ganz gut zusammen. Und bei solchen modernen Fahrattraktionen habt ihr das auch, dass die Anlage selber sagt, nö, ich fahre nicht. Du kannst hier Start drücken, wie du möchtest. Mir ist es zu kalt oder zu windig. Das muss man vielleicht auch nochmal so im Hinterkopf haben, dass sich das irgendwie im Park nicht aussucht, sondern die Achterbahn selber sagt, nö, mache ich heute nicht. Sehr, sehr, sehr beeindruckend und kommt rum, guckt euch das Ganze an und genießt hier eine sehr coole Weihnachtszeit mit einer sehr geilen Atmosphäre, einer sehr tollen Stimmung und einem Event, was jetzt nur beim Presseevent mich schon komplett abgeholt hat, ohne die komplette Stimmung und Atmosphäre, wenn der Park normal bespielt ist, voll mit Gästen. Also wir werden hier sein, ihr hoffentlich auch, dann sehen wir uns und trinken zusammen Glühwein oder ein Bierchen.